Bringen wir den hier um. Es gibt keine Drahtseilversicherung, überhaupt nichts. Zu gefährlich. Ausgedehnte Bergtour auf den Hohen Gaif geplant. Der liegt in der Nähe oder direkt neben der Alpspitze und der Zugspitze im Wettersteingebirge. Und wir fahren hier mit der Kreuzeckbahn hoch, da wir einen längeren Abstieg übers Rheintal geplant haben. Und jetzt sind wir da und es geht los. Das erste Stück führt über so einen breiteren Schotterweg und ja, durch das Panorama, das einem hier geboten ist, vergisst man sogar die Baustelle, die üble, direkt nach der Bergstation. Die Route führt uns jetzt durch eine Steilwand, die jetzt aber nicht irgendwie als Klettersteig oder sowas ausgewiesen war in der Beschreibung. Von unten aus sieht es aber ziemlich steil aus und wir schauen uns das einfach mal aus der Nähe an, ob man da sicher durch kann, ohne Klettersteigset, ohne Helm, denn wir haben jetzt nichts dabei. Wie gesagt, es war nichts beschrieben in der Beschreibung, aber genaueres sehen wir dann auch schon aus der Nähe. So, also wir waren jetzt am Einstieg, haben uns die Sache kurz angeschaut und uns kurz beraten und ja, da steht schon was dran von Klettersteig, Schwierigkeitsgrad D. Und dafür sind wir im Moment wirklich nicht ausgerüstet, denn wir haben praktisch weder Klettersteigset noch Gurt oder Helm dabei. Von dem her drehen wir jetzt einfach um und nehmen einen anderen Weg. Ja, manchmal muss man einfach dann eine Alternative finden, wenn es nicht weitergeht. Das scheint auf jeden Fall machbar zu sein hier, auch ohne Klettersteigset. Also Schwierigkeitsgrad A vielleicht. Das erste Hindernis wäre geschafft. Das könnte die Alpspitze sein. Aber das ist heute nicht das Ziel. Für uns geht's da lang. Das hier ist der ideale Platz, um ein bisschen Pause zu machen. Jetzt gibt es erstmal was zu trinken und was zu essen. Und ich bestimme den gerade lang. Das schaut aus, als wäre der Aufstieg hier links, die Schräge, den Berg hoch. Und dann, wenn wir oben sind, geht es nach rechts auf den höchsten Gipfel. Das bedeutet, die Spitze da oben ist der Hohe Gaif, 2288 Meter. Alles ist noch ein ganz schöner Anstieg, nicht schlecht. Okay. Ja, auf geht's. Cooler Blick hier in das wilde Tal. Sehr schön. Richtig schönes Gebirge hier. So, und jetzt geht's da hoch. Auf geht's.
kleine Kletterei hier. Schon anspruchsvoll, also auf jeden Fall was für Anfänger. Aber es ist auch machbar. Da geht's hoch. Das ist eine ganz schöne Kletterei hier. So, und jetzt geht's hier irgendwo über den Grat. Und dann, Alter, man kann mich hier runterschauen ins Rheintal. Okay, und so wie es ausschaut, ist das dann hier eine Gratwanderung zum Gipfel hoch. Aber das kannst du vergessen, ohne Sicherung. Weil da geht es links einfach schweineweit runter ins Rheintal. Rechts geht es auch übelst weit runter und ewig steil. Und wir haben nichts dabei. Also das war irgendwie in der Beschreibung einfach ausgeschrieben. Von dem her, verlasst euch nie auf irgendwelche Internetausschreibungen. Ja, habt immer einen Plan B in der Hinterhand. Ist immer besser, weil ich denke, dass unser Weg hier endet. Aber ich gehe mal noch ein paar Meter. Es geht hier noch weiter. Okay. Also ich denke, hier ist finito. Zu gefährlich. Geht nichts. Also wir müssen hier hoch bis zum Gipfel und das kann ich vergessen. Es ist nur ein Grat hier. Es gibt keine Drahtseilversicherung, überhaupt nichts. Auf der anderen Seite geht es so weit runter. Hier so weit. Also das hat keinen Sinn. Ich denke, wir drehen hier um, genießen noch ein bisschen den Ausblick und dann steigt man einfach trotzdem ab ins Rheintal über einen anderen Weg. Okay, und zurück. Yeah, schau euch das an. Was für eine geile Aussicht. Hier ist das Rheintal. Das schöne wilde Rheintal und von hier aus hat man einen wunderbaren Blick. Traumhaft. Das war es auf jeden Fall wert. Pause mit Aussicht, das war jetzt trotzdem noch eine kleine Spitze, die wir mitgenommen haben. Aber mit dem Gipfel wird es wie gesagt nichts. Aber jetzt geht es auch schon wieder weiter. Boah. Aber schaut euch das hier mal an. Achtung, ich drehe mich einmal im Kreis. Aufpassen, dass ich den Dreh rumbricht. Okay, und jetzt braucht man einen Weg, der da runterführt ins Rheintal. Mittlerweile sind wir auf Höhe des Sees und wir werden jetzt hier über dieses Tal absteigen, runter ins Rheintal. Also da schlängelt sich so ein kleiner Trail runter, da unten ist immer so ein Haus, da geht es dann vorbei und dann kommen wir irgendwann runter ins Rheintal. Mm-hmm.
so rutschig. Cool, wie das alles ausgewaschen ist. Das ist alles so scharfkantig und ausgewaschen. Schaut euch das mal an. Da geht es richtig runter. Der Abstieg ins Rheintal erweist sich als sehr lang und beschwerlich. Dürfte auf jeden Fall jetzt dann nicht mehr weit sein. Und wenn wir dann erstmal im Rheintal sind, dann ist es ja auch noch eine ganz schöne Strecke. Wir werden sehen. Jetzt wird's besser. Und jetzt haben wir den Wald erreicht, jetzt soll es hoffentlich besser gehen. So, und wir haben wieder einen richtigen Wandertrail erreicht und der ist auf jeden Fall deutlich besser ausgebaut als der andere, wo wir hergekommen sind. Hier zum Vergleich. Also auch jetzt soll es nochmal besser gehen und ich hoffe das auch, denn ein Großteil der Strecke liegt ja noch vor uns. Ich glaube, wir haben ja erst 8 Kilometer oder so. Jetzt geht es deutlich schneller. Vor uns liegt das Rheintal, man hört es auch schon. Also irgendwo hört man Wasserfälle und so weiter. Keine Ahnung, ob es da einen Wasserfall gibt, ich war noch nie dort. Das könnte natürlich auch ein Fluss sein. Es geht auf jeden Fall tief runter. Sehr tief. Sehr, sehr tief. Und wir haben wieder Laubwald. Das bedeutet, wir kommen immer tiefer und tiefer. Das ist also der richtige Weg. Eisenweg. Geschafft! Und es geht weiter auf Schotter. Endlich sind wir im Rheintal und an der Partner. Rheintal und hier geht es zur Partner Klamm. Die wollen wir heute auf jeden Fall auch noch durchlaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Ab geht's! Hier ist die perfekte Badestelle. Aber leider haben wir nicht so viel Zeit und wir müssen Gas geben, sonst schaffen wir es nicht mehr bis zum Parkplatz. Aber schaut euch das Wasser an. Durchgang durch die Partnachklamm nur während der Öffnungszeit. Ansonsten ist es nicht möglich, hier durchzukommen. Leider ist 18 Uhr vorbei. Die Öffnungszeit ist, glaube ich, 8 bis 16 Uhr oder sowas. Deswegen haben wir Pech. Also wir können hier nur die Schlucht sehen. Aber da geht es leider. Das heißt, wir müssen einmal drumherum, wird also noch mal ein kleines bisschen Aufstieg sein und ein weiteres Highlight haben wir verpasst, aber egal, so ist es halt. Okay, dann gehen wir in die Richtung weiter. Aha, da kommt eine Brücke. Ein bisschen was sehen wir dann doch noch von der Partnachklamm. Cool. Das ist cool, wenn man hier die Gesteinsschichten sieht. Voll beeindruckend. Ja, dann laufen wir doch noch ein kleines Stückchen an der Partnachklamm entlang. Ist doch gut. Besser als nichts. Jetzt können wir zumindest noch dran vorbei oder drüber laufen. Über die Partnachklamm war also trotzdem noch ganz cool. Also, wir hatten unser Highlight, denke ich mal, für den Abschluss jetzt auf jeden Fall schon noch.
Es wird wieder alles sehr touristisch. Hier kann man Eis essen. Passt. Die Wildnis ist vorbei. Wir haben jetzt noch 6 Kilometer zu laufen, bis wir am Auto sind. Und dann werden wir erstmal irgendwo was Leckeres zu essen besorgen. War auf jeden Fall cool heute Tour. War wieder ein schönes Tagesabenteuer vor der Haustür. Und wir hatten auf jeden Fall einige Highlights mit dabei. War cool, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Immer das hoch und runter gelaufen wie hier der Kamera.